Erstes Spiel für Energie Cottbus, erstes Tor geschossen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Einstand? Ja, ich glaube, war ein verdienter Sieg für uns. Hat Spaß gemacht, ein bisschen wieder zu kicken nach all der Zeit. Und deswegen war ein schöner Abend. Und für Sie persönlich, die Verletzung, das hat Sie zurückgeworfen. Wie ist im Moment der Fitnesszustand? Ja, ich brauche sicher noch ein bisschen, aber wir sind da gut im Aufbau. Wir haben ein sehr, sehr gutes Athletik-Trainer-Team. Also gerade Schnickser, der macht mich schon richtig heiß. Deswegen, die letzten Wochen haben wir richtig Gas gegeben. Aber klar, die Spielform und so weiter fehlen. Die Kraft holt man sich jetzt in den Spielen und dann bin ich auch, denke ich mal, schnell wieder bei 100%. Was denkt man sich da, wenn man zum neuen Verein wechselt, in der ersten Übungseinheit direkt verletzt man sich? Da darfst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Also das war also mehr als unglücklich gelaufen. Also wenn man sich die Situation auch noch anguckt. Also naja, also nichtsdestotrotz, ich heul da nicht hinterher. Ich habe Gas gegeben, dass ich jetzt schnell wieder bei der Mannschaft bin und deswegen bin ich einfach glücklich, dass es heute wieder mit dem ersten Spiel geklappt hat. Jetzt sind es noch anderthalb Wochen Zeit, reichlich bis zum ersten Pflichtspiel. Wie optimistisch sind Sie, den Rückstand aufholen zu können noch? Ja, wir haben jetzt am Sonntag noch ein Spiel, da werde ich sicher ein bisschen länger spielen und dann nutze ich einfach jeden Tag gut arbeiten, hart trainieren, gut essen, gut trinken, gut schlafen. Das ist in meinem Alter auch extrem wichtig, deswegen an den Sachen werde ich arbeiten und dann werde ich auch richtig fit sein. Sie sind ja schon einiges rumgekommen in Ihrer Karriere. Was haben Sie da so mit Energie Cottbus verbunden aus der Ferne? Also wie haben Sie den Verein gesehen? Ja, also ich denke, es ist immer noch eine schöne Erinnerung, weil ich habe mein erstes Zweitligaspiel gegen Energie Cottbus damals gemacht. Deswegen irgendwo war der Verein natürlich immer irgendwo im Hinterkopf. Deswegen ist es schön, dass es jetzt geklappt hat im Sommer und ich hier spielen darf. Was ist denn mit dieser Mannschaft aus Ihrer Sicht möglich in der kommenden Saison? Ich möchte uns keine Grenzen setzen. Wenn wir jeden Tag nutzen, wenn wir jedes Spiel nutzen, glaube ich, ist eine ganze Menge möglich. Deswegen ist es einfach wichtig, von Spiel zu Spiel zu schauen. Alle wollen natürlich wissen, Aufstieg. Ist das für Sie realistisch? Ich bin Fußballer, ich will jedes Spiel gewinnen. Und wenn ich jedes Spiel gewinne, dann steigen wir auf. Also, über was reden wir da? Letzte Frage, sagen Sie uns nochmal Ihren Namen. Wie sprechen wir den richtig aus? OE Österhellweg. Österhellweg. Richtig.